Hallo zusammen, hörst mich auf meiner Rampe. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Für mich geht's heute nach Schriesheim zum Hammelzelt. Ich bin schon hochmotiviert, weil ich in Schriesheim schon die letzten 2 Jahre war. Ganz am Anfang noch auf einem Newcomer-Contest und ihr habt mich schon so abgefahren, Schriesheim. Deshalb vielen Dank, freue ich mich umso mehr wieder zu euch heute zu kommen. Und an dieser Stelle muss ich mich einfach mal noch bei euch bedanken für das grandiose Feedback zu meiner neuen Single der Rampensau, die vor 4 Tagen erschienen ist. Wir haben jetzt schon über 10.000 Streams auf Spotify, YouTube läuft. Ihr schaut fleißig das Musikvideo an. Und das Allerwichtigste für mich immer euer Feedback zur Nummer, was bisher wirklich auf sehr viel Resonanz gestoßen hat und auch auf positive Resonanz. Dementsprechend sage ich einfach mal Dankeschön dafür. Ganz wichtig, schraubt die Nummer in eure Spotify-Playlisten, Amazon Music, Apple Music, whatever, wo auch immer ihr Musik hört. Nehmt die Nummer in eure Party-Playlist mit auf, zeigt sie eure Freunde, dass die Rampensau noch weiter durchstartet. Und jetzt geht's aber wirklich los nach Schriesheim. Im Rampenmobil, welches übrigens nur noch ein bisschen nach Benzin stinkt, geht's jetzt aber wirklich los. Rampensau! So, dann laufen wir jetzt mal hier zum Festzelt. In einer halben Stunde geht's ab auf die Bühne. Oh mein Gott, jetzt geht's auf die Bühne! Absoluter Wahnsinn hier in Schriesheim. Das waren hier gerade meine Auftritte. Es war so eine phänomenale Stimmung. Und ich muss jetzt einfach mal dazu sagen, ich liebe es hier in Schriesheim. Und zwar, vielleicht wissen es manche, die jetzt zuschauen, ich war vor 2 Jahren das erste Mal hier bei dem Newcomer-Contest und habe dann noch mit meiner ersten Single Lass uns einheben hier gefühlt irgendwas zu tun. Ich glaube, der Auftritt war komplett scheiße. Aber Schriesheim hat mich schon immer unglaublich toll aufgenommen. Und dementsprechend war heute auch die Stimmung, wie ihr in den Videos gesehen habt. Ich fahre jetzt von nach Hause und schließe so mit diesem Vlog. Und bis zum nächsten Vlog. Ah ja, kurze Vorausschau. Mein nächster Vlog wird kein Vlog sein, sondern es gibt die Best-of-TikToks von der Tiki-Taka-Challenge. Es wird unglaublich witzig. Also lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, whatever. Ciao, Micha von der Rampe.